Casey, was machst denn du da? Hey Bro, ich geniesse ein bisschen Wetter. Ich habe gefunden, ich überrasche dich mit meinem English Breakfast. English Breakfast? English Breakfast. English Breakfast? English Breakfast. English Breakfast. English Breakfast. Ja, English Breakfast. Geil. English Breakfast. Ja, Mann. English Breakfast. Willst du ein Bier? Nein, Bier bitte nicht. Aber Casey, du hast eine krasse Fahne. Ja, Bro! Fette Fahne! Fucking Löwenzahn. Ja, geil, hä? Probier mal einen. Also für unsere lebende, eierlegende Legehenne haben wir für unseren English Breakfast Eier, Tomaten, Zwiebeln, ein paar geile Würste, Speck, Champignons und ein bisschen Brot. Also, English Breakfast kann man auf 1000 verschiedene Arten machen. Man kann eigentlich rein tun, was man will. Ich fange an mit Butter in der Pfanne. Warte, bis die schon heiß ist. Dann fetze grob geschnittene Pilze rein. Champignons zum Beispiel. Und Zwiebelnhälfte. Fetzen wir die Mushrooms rein. Zwiebeln so. Und die könnt ihr einfach liegen lassen. Wie ihr seht, die Zwiebeln tut schön anbröteln. Pfanne, Öl rein, heiß machen und die Tomaten auch einfach reinfetzen. Bei den Tomaten fetzen wir noch ein bisschen Zucker rein, um den Kern zu weisen. Jetzt kommt der Bacon in die Pfanne. Das weiss, glaube jeder, wie er es selber am liebsten hat. Ja? Oh yeah! Schmeckt schon sehr fein. Da braucht es noch teige Kruste! Wenn ihr die Tomaten anschaut, dann bekommen die hier auch tighte Krusten. So, wenn der Bacon fertig ist, man hat viel zu viel Öl in der Pfanne. Es gibt einen geilen Trick, tut einfach Brötchen rein. Saugt das ganze Öl auf und es wird richtig nice. Ich hoffe, ihr wisst alle, wie man Eier macht. Macht es so, wie ihr es am liebsten habt. Geil ist auch, wenn das Eigelb noch etwas flüssig ist. Für die richtigen Könner gibt es ein Double Egg. Geil. Also da haben wir jetzt alles für einen guten Kater. Geiles English Breakfast. Wurst im Eigelb. Classic English Breakfast. English Breakfast. English Breakfast. Habe ich English Breakfast gehört? Hey Ferdi, well done. Tisch, schon nice. Craig Casey sieht ja zu geil aus. Geil, dass es English Breakfast macht. Aber ich finde gar nicht, wir sind auf einem Koch-Channel, wir können schon noch ein bisschen an der Präsentation arbeiten, oder? Ja, ich glaube, der Ferdi Well Done gibt dem jetzt noch einen Twist. Also wir machen jetzt sozusagen ein Eggs Benedict à la English Breakfast. Einfach so ein kleiner Twist vom Originalen. Wir fangen da, indem wir einfach unsere Pilze in Butter einfach so reinraffeln und anbraten. Für unsere Eggs Beneditos brauchen wir natürlich eine Sauce Hollandaise. Basic, was man auch muss können, ist geil zu Fisch, Fleisch, Spargel, alles Mögliche. Kochendes Wasser und dann so eine Schale nehmen und dann immer 4 Eigelb rein und legt sie einfach oben drauf. Nicht, dass das Wasser berührt, dass es schmeckt sozusagen. Wenn der Mixer macht. Hey Bro, easy geiler Mix, Alter. Man haut noch ein bisschen Zitrone in die Hollandaise, um sie ein bisschen light zu machen und dass sie ein bisschen Säure hat. Und wir mixen eigentlich so weit, bis es so leicht anfängt zu stocken, das Ei. Und dann gehen wir mit der Butter rein, mit der heißen Butter, die wir gerade gemacht haben. Hallo, das ist geil gemixt. Lemon und Salz drin. Und jetzt den Test in einen Löffel nehmen, reingehen und schauen, ob es hier einen schönen Coat gibt. Ja, wie der Casey uns gezeigt hat, toasten wir das gerade in der Pfanne mit dem ganzen Gusto. So, und wir kommen zum nächsten Thema, wo Leute ein bisschen tricky finden in der Küche, und zwar das pochierte Ei. Es gibt einen einfachen Trick, einfach ein kleines Schälchen nehmen, das Ei reincracken und dann hier in unserem Wasser, das wir vorne hatten, nicht sprudeln lassen. Und dann einfach mit dem Schälchen reingehen, rein und rein scoopen. Und dann findet sich das von alleine. Alright, wir tun es zubereiten. Unsere geile Pilze tun wir drauf. Next on unsere Tomatoes. A crunchy as fuck bacon. Et pour finir, le glaze hollandaise. Und oben drauf noch ein bisschen Microgreens. Hey, Ferdi, well done. Was sind das für fancy Kräutchen? Kann man die rauchen?
Nein, Casey, kann man nicht rauchen, aber kann man essen. Ist geil von Umami. Geiles Zürcher Startup. Support your local producer im Coop und Migo, eh? Cook down the outside, sorry on the inside. Ai, que gostoso. Gostoso demais. Ai, que gostoso. Ai, que delícia. Noel hat es wieder hart genommen. Mich nicht. Für alle, die es nicht gewusst haben, wie man ein Guinness einschenkt. Möglichst grusig einschenken. Und dann legen sich die Bubbles. Und nachher ist es schön. Wow, downstream. Mhm. So sieht das Guinness dann am Schluss aussehen. Zum Wohl.